Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial mit dem Thema Digitaler Chairside-Implantat-Workflow. Bei diesem Video handelt es sich um Teil 2 einer Tutorial-Serie. In diesem Video konzentrieren wir uns auf den Workflow von der Auswahl der 3D-Röntgendaten in Sedexis 4 über das Öffnen des Falls in CCAD Implant bis hin zum Überlagern des intraoralen Scans mit den Röntgendaten. Wir haben die Sedexis-Software geöffnet und wechseln als erstes zum Schritt Patient. Danach wählen wir mit einem Doppelklick unseren Patienten aus. Es erscheint eine Timeline, durch welche Sie mit Hilfe der Maus scrollen können. Hier sind alle Aufnahmen des Patienten in ihrer zeitlichen Abfolge abgelegt. Wir wählen den entsprechenden Datensatz aus und ziehen diesen mit gedrückter linken Maustaste in die Zwischenablage. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, den Datensatz direkt für eine 3D-Untersuchung zu laden oder Sie klicken auf den kleinen Pfeil rechts daneben und Sie erhalten eine Auswahl an verschiedenen Optionen, um den Fall anzuzeigen. Da wir eine Implantatplanung durchführen werden, klicken wir auf die Option CCAD Suite. Diese ist nahtlos in Sedexis 4 integriert und das ausgewählte Volumen wird uns in CCAD Implant zur Planung geöffnet. Die 3D-Röntgendaten sind jetzt im Schritt Diagnostizieren geöffnet. In unserem Tutorial überspringen wir diesen Schritt und klicken auf die Option Vorbereiten. Mit Hilfe des Inspektionsfensters können Sie sich in der Panorama-Ansicht auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Dieses Fenster dient zur einfacheren Orientierung. Das gelbe Fadenkreuz finden Sie in jedem Fenster wieder und wissen somit genau, in welcher Schicht Sie sich befinden. Das Inspektionsfenster verschieben Sie durch das Gedrückthalten der linken Maustaste. Im 3D-Vorschaufenster können Sie die Röntgendaten in einer dreidimensionalen Ansicht betrachten. Durch Klicken in das Fenster Longitudinal erscheinen im Anschluss zwei Regler. Mit dem Regler am unteren Rand lässt sich die Ansicht longitudinal rotieren. Mit dem Regler am rechten Rand können Sie die Ansichten longitudinal und transversal neigen. Zusätzlich können Sie in dieser Vorschau durch gedrückt Halten der linken Maustaste und gleichzeitigem Verschieben der Maus durch das Volumen von vestibulär nach oral fahren. Auf die gleiche Art und Weise können Sie sich in den Fenstern transversal und axial durch das Volumen bewegen. Im Schritt Vorbereiten finden Sie zwei Werkzeuge. Wir starten mit dem ersten, optische Abdrücke importieren und registrieren. Jetzt können wir im Menü Datei importieren durch Klicken auf Durchsuchen in unserem Laufwerk den dazugehörigen Intraoralscan finden und hochladen. Für einen schnellen Zugriff auf die Daten ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld eine Ordnerstruktur anzulegen, in welcher Sie die Intraoral-Scan-Daten ablegen. Die Scan-Daten können entweder über ein praxisinternes Netzwerk oder ein externes Speichermedium hochgeladen werden. In unserem Fall haben wir einen Ordner mit der Bezeichnung Integrated Implantology angelegt, worunter der passende Scan im SIXD-Format abgelegt ist. Wir wählen diesen aus und bestätigen mit Öffnen. Im Anschluss erhalten Sie einen Hinweis, wie Sie bei Bedarf die patientenbezogenen Daten anonymisieren können. Wir klicken auf OK und betrachten zunächst zur Überprüfung die importierten Daten, ob wir den korrekten Intraoralscan ausgewählt haben. Dieser farbige Intraoralscan enthält ebenfalls das vorher in der CEREC-Software erstellte virtuelle WaxUp. Wir klicken auf Weiter, um mit der Registrierung fortfahren zu können. Hierfür selektieren Sie die korrespondierenden Marker in beiden Ansichten. Jeder Marker wird mit einem Doppelklick bestätigt. Wählen Sie mindestens zwei Zähne in der Panorama-Ansicht als auch im optischen Abdruck in der 3D-Ansicht. Bei einem optischen Abdruck über drei Viertel des Kieferbogens
Wie in unserem Fall sind mindestens drei übereinstimmende Zähne zu markieren. Wir bestätigen die Auswahl durch Klicken auf Weiter und können jetzt in den Ansichten Longitudinal und Transversal überprüfen, ob der optische Abdruck präzise mit den Röntgendaten überlagert wurde. Hierfür können Sie die gelbe Linie in der Transversalansicht verfolgen, die den optischen Abdruck begrenzt. Ebenso gewinnen Sie an der Implantatposition einen Eindruck über die Stärke der Gingiva. Wir schließen die Registrierung ab und betrachten die Überlagerung in der 3D-Ansicht. Hierfür erweitern wir das Fenster auf eine Vollansicht. Auch in der 3D-Ansicht ist gut zu erkennen, dass die Daten optimal registriert wurden. Im nächsten Tutorial behandeln wir das Werkzeug Mandibularnerv markieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Sedexis und C-CAD Implant.